In diesem Video zeige ich dir, warum ein Kalziumbolus vor allem bei älteren Kühen nach der Kalbung notwendig ist und wie du ihn richtig eingibst. Durch die Stoffwechselumstellung und den erhöhten Kalziumbedarf nach dem Kalben ist es bei Mehrkalbskühen oder etwas wackeligen Kühen mit kalten Ohren sinnvoll, mit Hilfe eines Kalziumbolus eine gute Kalziumversorgung sicherzustellen. Der Bovi-Kalbbolus verfügt über 40 Gramm pansenverfügbares Kalzium und stellt sicher, dass eine Kuh nach der Eingabe über einen Zeitraum von 8 Stunden mit Kalzium versorgt wird. Im Gegensatz zu einer Kalziuminfusion, die sehr schnell verfügbar ist, gibt der Bolus das Kalzium langsam und kontinuierlich ab. Aber Vorsicht! Wenn der Pansen leer ist, kann der Kalziumbolus Verätzungen verursachen. Du solltest die Kuh dann vorher drenchen. Die Eingabe des Bolus ist eigentlich ganz einfach und reine Übungssache. Ich zeige dir jetzt, worauf du achten musst. Bevor du zur Kuh gehst, nimmst du dir einen Boluseingeber und einen Kalziumbolus mit. Achte bitte darauf, dass er keine Beschädigung hat. Ist der Eingeber beschädigt, gibt es Verletzungen in Maulhöhle und Speiseröhre. Wenn die Wachsschicht vom Bolus beschädigt ist, gibt es Verätzungen in der Speiseröhre. Ist die Kuh eingefangen, packst du den Bolus aus und legst ihn in den Eingeber. Dann stellst du dich mit dem Rücken zur Kuh ans Fressgitter und greifst seitlich ins Flotzmaul. Die Kuh hat hier keine Zähne, sie kann dich also nicht verletzen. Dann ziehst du den Kopf so zu dir, dass du ihn direkt vor dir hast und mit geradem Rücken den Eingeber einführen kannst. Nun öffnest du das Maul der Kuh und führst seitlich den Boluseingeber ein. Anschließend tastest du dich langsam vor. Du kannst einen leichten Widerstand spüren. Wenn du jetzt einen leichten Druck ausübst, schluckt die Kuh und du kannst den Eingeber weiter einführen. Ist der Boluseingeber vollständig eingeführt, applizierst du zügig den Bolus, indem du den Hebel am Griff betätigst. Nun ziehst du den Eingeber vorsichtig wieder raus und lässt den Kopf langsam runter. Arbeite beim Boluseingeben also bitte immer vorsichtig und nicht gegen die Bewegungen der Kuh an. Das kann zu schmerzhaften Verletzungen führen und sorgt dafür, dass deine Kühe sich beim nächsten Mal weniger kooperativ verhalten. Nach dem Eingeben entsorgst du den Müll und wäschst den Eingeber gründlich. Zum Schluss hängst du ihn mit der Öffnung nach unten auf. Sollte deine Kuh nach 8 Stunden immer noch etwas wackelig sein oder kalte Ohrenspitzen haben, kannst du erneut einen Bolus eingeben. Halte bei anhaltenden oder stärkeren Symptomen bitte Rücksprache mit deinem Tierarzt. Wichtig ist, dass du beim Eingeben systematisch und vorsichtig vorgehst. Der Rest ist reine Übungssache. Viel Spaß dabei!